Ey, wirklich, Deutsch ist so einfach. Pass auf, wir haben uns das so vorgestellt. Ist es nur einer, heißt es Rabe. Sind es aber mehrere, sprechen wir von Raben. Also wir hängen einfach nur ein N hinten dran. Mega easy. Ja, heißt aus Gabel wird... Gabeln. Richtig. Und aus Schnabel? Schnabeln. Nein, das ist ja kein Verb. Es ist der Schnabel, heißt es sind die Schnäbel. Ah, okay. Ja, dann solltest du ja auch checken, was aus Kabel wird. Kabel? Nein, es ist ja kein Schnabel, sondern ein Kabel. Das ist ja der Unterschied. Ah, also wie bei Gabel Gabeln wird aus Kabel dann Kabeln. Nein, Kabel bleibt Kabel. Ein Kabel, zwei Kabel, drei Kabel, ist doch klar. Was?